Einer ist extrem Fallschirmspringer und will seine persönliche Grenze wieder ein Stück weiter verschieben. Werner Bartl und Dirk Dubrow über die neue Mutprobe des Salzburgers. Paul Steiner checkt das Equipment. Heute hat er etwas Besonderes vor. Ja, wir werden heute eine Aktion machen mit zwei Ballone und drei Fallschirmspringer. Und damit werden wir versuchen, vor einem Ballon aussteigen und auf den anderen Ballon oben drauf springen. Paul ist der Hauptdarsteller. Er trägt volles Risiko. Der heutige Sprung ungewöhnlich und schwierig. Und danach werden wir versuchen, den Schirm nicht zu packen oben und keinen anderen Schirm zu nehmen, wie andere machen, sondern mit dem offenen Schirm wieder wegrutschen. Und der Schirm wird sich wieder 20, 30, 50 Meter wieder öffnen. Damit bei der waghalsigen Aktion nichts schief geht, ist Profi-Ballonfahrer Mike Eisel dabei. Er weiß, was an Paul besonders ist. Du brauchst eine mordsmäßige Erfahrung und tausende von Sprüngen, dass man sowas machen kann. Und der Pauli, den muss man eigentlich finden. Der Pauli ist ganz ein lustiger, eigenartiger Typ. Konzentration ist angesagt. Der erfahrene Fallschirmspringer muss sich voll auf seinen Freund Mike verlassen können, denn der weiß, wo die Risiken liegen. Das ist nicht ungefährlich, darum macht man das Ganze auch ohne Passagiere. Du brauchst dann Know-how für das Ganze, das kannst du nur mit Profis machen. Absprunghöhe erreicht. Die zwei Ballons haben den richtigen Abstand. Los geht's. Pauli den Schirm öffnen, damit er mit dem Steigflug in der Thermik beginnen kann. Nur so kommt er über den anderen Ballon. Heißluftballons sind nicht dafür konstruiert, um auf ihnen zu stehen. Deshalb ist für die Insassen vorgesorgt. Sie sind alle mit Fallschirmen ausgerüstet, weil der oben auf das Öffnungssystem draufspringt. Und wenn er das Öffnungssystem natürlich beschädigt oder sonst verrutscht oder irgendwas, das wäre gefährlich. Punktlandung. Jetzt heißt es für Paul, Beeilung, Schirm ordnen, neu ausrichten und vorsichtig an der Seite herunterrutschen, bevor noch etwas kaputt geht. Der Höhepunkt. Eine Rutschbahn ins Leere. Paul findet Fallschirmspringen genial. Ein interessanter Sport. Und man will immer mehr und wieder was Neues machen. Und man sieht im Fernsehen viel und überall. Und dann sagt man, okay, muss ich auch mal ein bisschen was machen für das. Und ich habe immer schon Sportarten gemacht, wo man ein bisschen ein ans Limit gehen muss und so. Und ja, jetzt haben wir wieder einen Knoten, mit dem was man machen kann. Und probieren wir wieder mal was. Und das ist ihm gelungen. Eine neue spektakuläre Variante des Fallschirmspringens. Nun, das war mit Sicherheit spektakulär, aber jetzt wird's tierisch. Xena geht mit ihrem Herrchen aus Kärnten auf...